Was denn höher, sein Spezialangriff oder sein Angriff? Nein! Sein Angriff. Feuchte dir mal die Lippen an. Mach nochmal. Lalalala. So. Lalalala. Hallo Pokémon-Fans, der David hier und natürlich auch wieder der Turk. Ihr wisst es ja langsam. Langsam sollte es eine Gewohnheit sein. Ich bin wieder in der Leitung. Ich spiele wieder die schwarze Edition, David, die weiße. Gucken wir uns mal an, was jetzt passiert. Genau. Würde mich auch langsam interessieren. Wir waren die letzten zwei Folgen nur am Rumsurfen und haben noch ein paar schöne Sets dazu gewonnen. Und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was uns jetzt in den nächsten Folgen erwartet. Eigentlich war es ja auch geplant, dass wir uns dem Legendären stellen, was da vor uns wartet. Ich habe mich allerdings mit Turk dagegen entschieden. Einfach deswegen, weil wir haben keine Ahnung, welches Level das hat. Und nicht, dass es irgendwie Level 50 hat und uns direkt erstmal ausnockt oder wir eine Fangchance direkt zunichte machen, haben wir uns gesagt, erstmal noch den nächsten Orden, machen wir noch schnell fertig, dann gehen wir zurück. Weil dann sind wir vielleicht so auf Level 40 in etwa und dann haben wir vielleicht noch eine Chance, wenn es auf Level 50 ist. Ja, dann können wir wenigstens noch sowas machen wie Hypnose und dann so ein bisschen nach und nach die Energie runter machen und so weiter. Ne? Naja, außerdem können wir dann ein paar Finsterbälle nachholen in so einer Höhle, ist das immer ganz geil. Das ist eine gute Idee. Dann lass uns doch mal loslegen und unser neues Team vorstellen, nicht wahr? Wobei es erstmal sinnvoller wäre, ein Team zu machen, mit dem wir uns jetzt weiter rausbegeben. Stimmt, ja. Dann ist das Team zwar nicht so ultra ausgewogen, aber das müsste schon klappen. Ja. Also das war früher auf jeden Fall schlimmer. Oh ja. Ja, ich habe jetzt Unlicht, Flug, Psycho, Kampf, Feuer, Stahl drin. Also das sollte ja wohl... Ich habe ein Wasser-Pokémon habe ich ja nicht, von daher... Das sollte ja wohl... Ja, genau. Und meinem Snowy habe ich Überreste gegeben. Das ist natürlich geil. Ja, dass man die sich einfach so klauen kann, ist so cool. Die Großlinse, die ich von Dings habe, von, wie hieß sie noch gleich? Janma. Ist halt auch mega geil. Also dadurch wird halt Steinkante und Steinhagel auch nochmal um 10% angehoben. Also dadurch trifft Steinhagel jetzt zu 99% und Steinkante halt zu 88%. Also es ist schon krass. Ja, ist schon ziemlich geil. Ich gebe meinem Vegeta den Bannsticker, weil der hat ja die Dunkelklaue als Attacke. Das ist ja mal geil. Sehr krass. Sehr krass. Da sollen sie mal mit Psycho ankommen. Super gute Idee. Ich habe mittlerweile 7 Beleber. Die verkaufe ich jetzt mal alle. Bringt ja bei dem Nuzlocke leider nicht so viel. Naja, stimmt. Ich bin so gespannt, was in dieser Kackhöhle auf uns wartet jetzt. Ja, ich auch. Vor allem, man hat schon so ein bisschen was gesehen. Könnte eine Person sein, könnte auch irgendwas anderes sein. Mhm. Also ich weiß noch, wie wir hier das letzte Mal gegen Charon gekämpft haben, mal wieder. Und dann dieser Champ hier runtergesprungen ist, der die Klippe. Ey, so ein krasser Typ. Das ist mega hoch. Mhm. Der hätte sich mega verletzen können. Ich hab Laber nicht vorne und geh weiter. Charon. Oh. Ist mir schon. Ich greife erstmal noch was an. Ein Lamus. Lamus? Das wäre ein Wasser-Pokémon gewesen. Ach Mann, ey. Das gibt's doch nicht. X. So, du sprichst Turner, oder? Oder soll ich Turner machen? Ha! Da mache ich meinen Rundgang auf dem Wendelberg und treffe auf euch. Ihr scheint stärker geworden zu sein. Ach, wirklich? Wie du sprichst. Ach übrigens, habt ihr in letzter Zeit die Plasma gesehen? Ich habe mit anderen Arena-Leitern gesprochen, aber keiner wusste, wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Wo sein derzeitiges Versteck sein könnte. Ich glaube, das ist nicht richtig. Pokémon, Konami und so, mach das mal besser beim nächsten Mal. Wir können also nur darauf warten, bis es sich wieder irgendwo zeigt. Bis es sich zeigt. Aber ihr habt mit dieser ganzen Sache ja natürlich nichts zu tun. Schön zu sehen, wenn die Kinder wie ihr zusammen mit ihrem Pokémon auf die Reise gehen, dabei Spaß haben. Der Wendelberg liegt in einer schönen Gegend. Besonders toll ist es, wenn man diesen Weg hinter sich lässt. Und ich sage besser nichts mehr. Ihr werdet mich schon noch verstehen, wenn ihr es mit eigenen Augen seht. Also dann, Kinderchen. Hoffentlich bringt euch der Berg auch als Trainer weiter. Kinderchen, ist dein Ernst? Der Typ regt mich so auf. Echt mal, ich hab so kein Bock. Und tschüss, lecker so. Ich wollte jetzt gerade mit Charon eigentlich Hand in Hand da runterlaufen und ihm in den Arsch treten. Das sieht aus wie das, wie so ein bisschen, wie so ein Bau, Stellwerk, auch mal.
wohl die Ausgrabung machen. Also oben ist auf jeden Fall oben ist ein nutzloser Beleber. Cool. Richtig. Da ist ein Wanderer, ich glaube, den kann man nicht umgehen. Ach, für Montor wäre auch cool gewesen. Ich glaube, den Wanderer kann man nicht umgehen. Also ich kann ihn auf jeden Fall nicht umgehen, so wie du immer. Scanner. Ampelleuchte. Scanner. Haha, ich bin vorbei. Ampelleuchte. So. Du bist so. Ich weiß nicht. Bisaflor. Bisaflor. Snowy. Blättertanz ist verdammt effektiv. Oh. Alter. Bisaflor ist heftig, ey. Quappo. Überroller. Sein Ernst? Okay, Globus ist auf Levelgrenze, den darf ich nicht noch weiter trainieren. Ein Ponita. Schön. Wollten wir unser nächstes Pokémon nicht Dingenskirchen nennen? Ja. Guck mal, der ist jetzt echt so dämlich und schickt ein Macholo gegen meinen Quickie ein. Wie blöd. Das ist eine ganz doofe Idee. Das ist ziemlich blöd. Meinst du, ich schaff das? Mit Level 29 gegen 33 wird schon, oder? Ja, das wird. Ja. Ja, komm. Das Unlicht gegen Psycho. Okay, gut. Ja. Das war ja nicht mal eine Frage. Und Flamara. Wie cool. Ah, du kannst ja echt nichts mehr fangen, ne? Weil ich Dings Aquana hab, kannst du kein Evoli mehr fangen. Das ist echt eine Scheiße. Globus macht das. Zermürben. Das war anstrengend. Steinhagel. Au. Warum? Okay, Globus kommt zurück. Ey, das Vieh ist so Bodenstein, also musst du aufpassen. Ja, ich merk schon. Surfer. Zack. Ja, gut. Bodenstein vielfach schwächer. Gut. Ich weiß nicht, was ist das denn Geiles? Ich mache Aurora-Strahl und guck, was passiert. Er ist fast tot. Das hat sie. Vonera. Bisschen schon. Vonera. Ich hab doch Fokusstoß. So ein Flora. Oh. Oha, ey. Der Arme, ey. Oh, ist das fies. Volltreffer. Ah. Siehst du, das hat sich jetzt schon gelohnt, dir einfach mal eine Kampfattacke noch zu geben, ne? Ja. Das ist so gut. Vor allem, weil es Spezial ist. Eine Kampfattacke mit Spezial, das ist doch nicht normal. Ja. Ja, ich bin jetzt gerade daran gelaufen, wo der Sternstaub ist. Ist das nicht der richtige Weg? Naja, das ist der Weg oben rechts, aber ich weiß nicht, was in der Mitte war. Vielleicht hättest du mal dahin gehen sollen. Kramchef. Ey, man sieht langsam immer nur die Pokémon, die wir schon haben. Haben halt zu viele. Wir haben einfach zu viele. Das war mal anders, weißt du noch? Ja. Wenn ich jetzt zuerst mit Ampelleuchte treffe. Dann hast du ihn weg. Hab ich ihn weg. Ja. Gut, ich habe ein legendäres gekillt. Wird schon. Erstmal mache ich Hypnose, das Wasser abwehrt. Dann mache ich nochmal Hypnose, Wasser nicht abwehrt. Und dann mache ich Wuchtschlag. Astrainer Audrey. Scheiße. Mit einem Floink. Ey. Come on. Verwirrt. Und er schlägt sich selber. Ha. Ich habe schon dreimal mit Flinkklaue zugeschlagen. Cool. Krass, was für ein Kampf. Achso, ich hatte hier jetzt einen Kampf gegen eine Asttrainerin. Ich weiß nicht, aber ich glaube, bei mir ist eine Sackgasse, da wo ich bin. Steinwasser, oder? Steinwasser. Ja, dann schicke ich doch Panzer-Iron. Das ist eine gute Idee. Ich denke, da bin ich ganz gut mit. Er schickt ein Elektro in den Kampf und ich habe Gestein. Red Bull. Aber ist ja nicht Boden. Ja, das stimmt. Und das... Er ist trotzdem ziemlich stark. Wieso gebe ich ihm nicht irgendwie Kaskade? Oder sowas? Vor allem ist Kaskade physisch, ne? Surfer macht keinen Sinn. Ich gebe ihm Kaskade. Das macht mehr Sinn. Was ist denn höher? Sein Spezialangriff oder sein Angriff? Nein! Sein Angriff. Capoeira kann Konter. Ey, Konter und Spiegelcape sind so eine Scheißattacken. Wirklich. Oh, Scheiße. Oh Mann, ey, ich hab mich so an ihn gewöhnt, Mann.
Wo ist mein Stift? Scheiße. Okay. Also ich sehe jetzt erstmal nur das Positive. Ich habe noch ein Pokémon, was Hypnose kann. Jetzt kommt das Negative. Der hat mir so gut gefallen. Dann Highspeed ist auch so krass gewesen, Mann. Ja. Ah, oh, ey. Konter und Spiegelcap sind immer so eine Dreckskacke. Ich habe ihn fast gekillt mit meinem Fliegen. Ne? Ja, ich habe Fliegen gemacht. Dann macht er natürlich auf meinen Fliegen macht er Konter. Scheiße. Bei Kampf-Pokémon muss man so aufpassen, ey. Es ist schon wieder unnormal, ey. Fuck. Und daran habe ich gerade so überhaupt nicht gedacht. Scheiße. Vor allem der nächste Schlag macht ihn tot. Sowas hasse ich ja. Ja. Das ist wenigstens so ein Gegner, den man so Stück für Stück kaputt machen müsste. Aber der, das war einfach so und weg. Ja. Nee, das gibt's nicht. Das ist echt scheiße. Ah, der hat sich so lang gehalten, ey. Ja. Wirklich sehr lang. Und dann gibt's hier nicht mal irgendwas. Hat nichts gebracht, dass ich hier lang gelaufen bin. Ja. Ich wollte halt wissen, ob es da halt irgendwie noch so ein paar Items gibt oder sowas. Man weiß ja nie, ne? Naja. Ach, tut mir leid, dass ich dich in die Richtung geschickt hab. Nee, ach. Das war ja sinnvoll eigentlich, von daher. Ja. Trotzdem ultra beschissen. Vor allem hätten wir. Also langsam wird es ja auch Zeit, so ein Shiny zu bekommen oder so. Das hätten wir richtig auskontern können. Dass du dann halt wenigstens sagst, ja, ich kann den eintauschen gegen. Oder so. Ja. Noch so ein Gegner. Sie sind überall irgendwelche versteckten Gegner in so Getümmel. Gut, was kann ich gegen Arktos tun? Red Bull? Ach ne, wobei. Doch. Mit Stein? Eisflug? Ja, aber wenn er einen Eisstrahl macht, der ist nicht Eis ist, glaub ich, spezial. Aber Eis ist, glaube ich, nur effektiv gegen Boden, nicht gegen Stein. Das ist eigentlich normalen Schaden. Ich bin mir nicht sicher, also jetzt. Donnerblitz bei den Sachen bin ich nicht. Ziemlich viel Schaden gemacht. Weißt du? Ah, ich ja. Nehme Laber nicht. Aber er ist Flug. Flug gegen Käfer ist. Aber er ist schneller. Und ich mache Voltwechsel. Falls es nicht ausreicht, dann kann ich ihn direkt zurückholen. Und gehe dann zur Blutblase. Antikkraft. Das war so einer der geilsten Züge, die ich je gemacht habe. So, dann machen wir nochmal einen Surfer und dann hat es die Sache erledigt. Ja, also ich muss echt sagen, so, es macht wirklich Spaß, strategisch zu kämpfen. Das ist schon cool. Also es macht in dieser Generation macht es auch echt viel Sinn. Früher konnte man das gar nicht so sehr machen, da gerade in der ersten Generation. Einfach nur Feuerwirbel und der Kampf war gewonnen, wenn das Pokémon schnell genug war. Ja, die waren ja sowieso overpowered, die ganzen Sachen. Suche dort, wo nichts zu sein scheint und du wirst Unerwartetes finden. Aha. Lichtkanone habe ich gefunden, die TM. Und was ist das jetzt für ein dummer Stein? Berührst du einen mit einer Eisschicht überzogenen Felsen, erstarrst du selbst zu Eis. Aha. Was soll mir das sagen? So, kein Stein, der mit Eis überzogen ist. Du bist witzig. Okay, da ist schon Sharon, der gegen ein Team irgendwas kämpfen will. Wie ist denn die Galaxie? Plasma. Plasma, du hast recht. Ich spreche mal schon. Uff, du bist stark. Aber im Grunde bezieht ihr Trainer eure Stärke doch nur daraus, dass ihr die Pokémon unterjocht und ausnutzt. Dann sagt Sharon. Deswegen wollt ihr den Pokémon also die Freiheit schenken. Na gut, tut, was ihr nicht lassen könnt. Doch wie man auch dreht und wenn es ist verkehrt, den Leuten mit Gewalt ihre Pokémon zu rauben. Das hat mit Stärke nämlich rein gar nichts zu tun. Jetzt kommt da noch so ein Plasma-Typ. Oh, hier bist du also. Wir haben gefunden, wonach wir gesucht haben. Also machen wir uns jetzt besser auf zum Turm. Noch ein Turm.
Team Plasma hat jetzt die Macht, die Welt zu verändern, in der die Pokémon seit jeher unterjocht werden. Ganz genau, es ist doch nur natürlich, seine Macht einzusetzen, wenn man damit etwas gegen die Missstände in dieser Welt tun kann. Für uns ist es jetzt an der Zeit, uns um N, unseren König, zu versammeln. Diese Mistkerle, keine Ahnung, was das für ein Ding da, die gefunden haben. Aber sie haben sich sicher mächtig ins Zeug gelegt, um so stark zu werden, um überall Unruhe stiften zu können. Was für nervige Typen. Chick, ich werde noch ein Weilchen hierbleiben. Ich möchte ein wenig darüber nachdenken, was der Champ gesagt hat. Was werde ich eigentlich tun, wenn ich irgendwann so stark bin, wie ich mir das jetzt ausmale? Und für wen oder was möchte ich überhaupt so stark werden? Okay, also er lässt einen direkt weiter und man kommt ins nächste Gebiet. Oh. Cry. Ja, toll. Ich glaube, da rechts ist auch nur ein Beleber, also du brauchst jetzt nicht da weitergehen, geh einfach den linken Weg. Oh. Hm. Diese ganzen Geister, die hier rumschwirren, an vergangene Zeit erinnern. Genau, also der Pokéball ist scheiße, was du da findest, ist glaube ich auch Blödsinn. Okay, ich hab's verstanden. Mann. Es wird mir jetzt vorgehalten, dass ich's verkackt hab. Toll. Leute. Ey, das ist doch... Echt mal, irgendwann reicht's auch. Hier ist ein Schutz. Das verkraftet mein Herz nicht. So, direkt geradeaus laufen. Da kommt dann so ein Wanderer. Schade. Ich dachte, ich kann ihm aus dem Weg gehen. Als ob du da ausweichen kannst. Natürlich. Was? Direkt aufgewacht? Wie nervig ist das denn, ey? Hat der Frühwecker oder was? Wie kann man nur so nervig sein? Oh, und dann klappt das auch noch 2 Runden hintereinander? Kann doch nicht sein. Also, 3 Runden. Ey. Ah, 3 Runden Schutzschild. Wer hat das schon mal gesehen? Wird die Wahrscheinlichkeit nicht immer irgendwie halbiert dann, dass das klappt? Tja. So, wer ist für vier? Ah. Zu schade. Was heißt denn zu schade? Vielleicht hat das schon zu oft Engel. Ich fand's irgendwie witzig. Sorry. Aber wenigstens schläft er jetzt weiter. Ah, super. Ich hoffe, der nutzt keinen Trank. Nö. Juhu. Das hat mir mehr Probleme gemacht, als ich dachte. Ja. Also nicht, dass ich irgendwie fast draufgegangen wäre oder so, sondern einfach nur, weil der einfach so lange durchgehalten hat. Xatu, kann ich da irgendwas Schönes machen? Heavy Rain? Psychoflug. Ja. Vorhin habe ich auch einen Xatu mit Vegeta weggehauen, weil er hat ja seine Finsterklaue. Stimmt. Aber es ist trotzdem ziemlich gefährlich, wenn der mit irgendwas kommt. Ach, ey. Der hat nur nervige Pokémon. Ist dir das mal aufgefallen? Ja. Ja, war ja klar. Mir ist es aufgefallen. War ja klar. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Mann, kotzen die mich gerade an hier. So, Quickie, du bist wieder dran. Ego-Trip. Kannst ja Kopfnüsse machen. Oh, das schießt auch noch schnell. Ja! So, wieder auswechseln und dann Flammensturm oder was? Ja, jetzt hatte ich noch einen Plan an. Also es war jetzt spontan nachgedacht, also es war jetzt nicht irgendwie planmäßig. Ich hätte ihn jetzt zu Tode headbutted. Also wahrscheinlich durch die Konfusion hättest du dich so oft selber geschlagen, dass du dann auch wieder draufgegangen wärst. Ja. Und ich möchte eigentlich nicht mehr erleben, dass irgendwelche von unseren echt frühzeitigen Pokémon, die wir gefangen haben, alle draufgehen. Also die einzigen, die uns jetzt wirklich übrig geblieben sind, sind Aquana und Hypno. Ja, leider schon. Scheiß Capoeira, ey. Ja. Ich hoffe, dann nochmal irgendwann durch die Höhle und hol mir die ganzen Items. Chick, wie geht es deinem Gelatropo? Oh, dein Gelatropo mag dich aber wirklich sehr. Der Pokédex ist natürlich sehr wichtig, aber du sollst auch viel Zeit mit deinem Pokémon verbringen. Ach übrigens, hast du schon von der Drachenstiege gehört? Ich sag mal ja. Ja? Du verblüffst mich immer wieder aufs Neue. Ich hoffe, es macht dir nicht allzu viel aus, einem rätseligen alten Mann etwas von deiner kostbaren Zeit zu schenken. Er sagt mir jetzt trotzdem, was es ist. Das wollte ich jetzt nur rausfinden. Poco.
Von der Drachenstiege heißt, es sei das älteste Bauwerk der Einar-Region. Vor allem aber handelt es sich dabei um die Wiege der legendären Pokémon. Noch mehr legendäre. Yeah. Sehr schön. Der Überlieferung zufolge hatten diese dort das Licht der Welt erblickt und ruhten immer noch an diesem Ort. Die Drachenstiege liegt ein Stück hinter Nevaio City. Mehr weiß leider nicht. Ah, das heißt, es kommt schon die nächste Stadt. Okay, bla bla bla, Tochter, so und so. Okay, jetzt hat er mich gerade angefixt. Ich möchte unbedingt zur nächsten Ebene. Oh, shit. Wenn man hier das Wasser läuft, dann kommen Viecher. Ist das jetzt schon eine neue Ebene? Ich hab ich denke schon. Ich geh mal kurz nochmal in die Höhle, geh nochmal raus. Wir kommen auf... Ja, weil der hat nämlich... Nevaio City. Wir sind direkt in der Stadt. Oh, come on. Und was ist das da für ein Scheißvieh? Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Sieht doch gut aus. Was sieht aus wie eine Basisentwicklung von Pflanze. Sieht aus wie irgendeine Basis... Basisentwicklung von Pflanzen gefangen. Ne? Auf jeden Fall fangen. Okay, ich renn auch mal ins Wasser. Obwohl, ich würde vielleicht noch gucken, ob irgendwo... hohes Gras ist. Doppelt hohes Gras ist? Ja. Bitte. Tu dies. Oh, der kann Gigasauger und hat fast mein Restless rausgehauen. Scheiße. Stachelspore. Was kann denn das alles? Ich sag ja Pflanze. Ich mach jetzt Schlitzer, oder? Das kann er ab. Raus? Ach nee, wobei, das ist Basisentwicklung. Okay. Mann, jetzt hab ich's schon gedrückt. Oh, eigentlich kein Volltreffer, ey. Ja. Ja. Ich hab Glück, ich hab vor kurzem seine Scope-Linse weggenommen. Das ist. Bei schwächeren Pokémon. Na, dann mal los. Und hier ist direkt auch noch Route 8. Oh, 1, 2, 3 und alles klar. Ich hab Lillimimp. So, ich. Das heißt, du gehst jetzt in das. Hier ist kein doppeltes Gras, ich geh mal direkt ins Wasser. Alles klar. So, come on, enttäusch mich nicht. Oh, okay. Drift-Zeppeli. Was ist das? Das ist Geist. Gegen das habe ich schon ein paar Mal gekämpft. Oh, okay. Geist, Flug oder so? Ich weiß nicht. Ah. Macht Sinn, wegen Zeppelin. Ich weiß auch nicht, ob der irgendwelche krassen Geisterattacken hat. Nee, ich wollte Hypnose machen. Ah, ich verstehe. Ach komm, mach Hypnose. Oh, gut. So. Und jetzt Kopfnuss. dann platzt der Zeppeli vielleicht noch, dann ist er direkt tot. Am besten genau da hinhauen, wo sein Kreuz ist. Ich glaube, da ist ein Leck. Mountain rein und lass den ein bisschen was machen? Ja, das kann eine gute Idee sein. Ja, weil er ist auch nicht so stark, ja. Und kann deswegen halt vielleicht auch ein bisschen stark. Abisso Swessen, wa? Abisso. 37 Überbälle. Ich wollte doch nochmal sicher gehen. Ich verstehe. Okay. Also doch noch zu früh. Nachtnebel. Nebel hört sich doch gut an. 33 KP sollte er haben. Sehr gut an, ja. Würde. Das waren 33 KP? Der ist mega KP-lastig, ey. Jetzt schlaf doch mal ein, Mistvieh, ey. Alter. Was macht der weiter mit Horter? Der hat schon zweimal gehortet. Jawohl. Jawohl. Ball drauf? Ja. Komm schon. Ja. Jawohl. Ja. Gott, Der hat mich gerade richtig nervös gemacht, ne? Ist das immer. Das habe ich gesehen. So, ich habe auf jeden Fall schon mal eine Wurzel. Da es nährstoffreiche Erde bevorzugt, kann man in Gebieten, in denen es lebt, für gewöhnlich reiche Ernten erwarten. Mhm. Mein Drift-Zepeli ist ein Luftschiff. In der Dämmerung steigen ganze Schwärme in die Lüfte, verschwinden aber sofort, wenn man sie bemerkt. Ich nenne ihn Ernte. Ich nenne meinen Dämmerung. Du musst aufpassen, dass du nicht zu weit nach oben gehst, weil da ist dann fängt dann Route 8 an. Alles klar. Ich bemühe mich. Gab es nicht irgendwie in der zweiten Stadt irgendwie jemanden, der so ein Vieh braucht? Man kann ja auch surfen, ne? Echt? Das ist ja witzig. Ja. Aber nur ganz wenig. Also ich habe kein Pokémon, das surfer kann, aber... keinen Sinn. Alter! Elevoltech. Ich werd weich. Ich hätte auch einen Schnäppke hier haben können. Oh, dann ist es auch noch weiblich, das zweite, was ich hier jetzt treffe, ne? Ich hätte dann zu Frost-Ager oder so werden können. Ja, oh, das ist eine Scheiße. Wie kommt man denn da runter? Nervt mich jetzt. Ich bin bei einem Pokémon-Center.
das freut mich. Wie hast du es geschafft? Nach oben von dem Wasser aus. Okay, ah, ein Pokémon Center. So, da gucken wir gleich nochmal nach, was meine Ernte so drauf hat. Also mit Gigasauger bin ich schon mal ziemlich zufrieden. Ey, mal ganz ehrlich, ich habe jetzt wieder ein Pflanzen-Pokémon. Also eigentlich würde ich mich freuen. Ich nehme jetzt mal anstelle von meinem Papunga und pack den jetzt in den Grave. Alter, das sind viel zu viele da drin. Es sind viel zu viele. Ich werde mal kurz auschecken, ob ich den tauschen könnte. Weil es gibt ja diese eine Stadt, wo man einen Lilmündip tauschen kann. Okay, mein... Oh, das ist eigentlich ziemlich heftig vom Angriff her. Meine Dämmerung. Ach so? 67er Angriff, 57er Spezialangriff, Verteidigung und Spezialverteidigung sind 35 und 43. Das ist ja heftig. Das ist nicht schlecht. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Und auch trotzdem ziemlich viel KP. Ich mag seine Fähigkeit irgendwie, die kann man bestimmt irgendwie sinnvoll verwenden. Ich behalte Lilmanip. Okay, nehmen wir unsere Neuzugänge direkt mit. Gut. Hier sind überall versteckte Items, die man nicht erreichen kann. Ich mach Horta weg, oder? Für Donnerblitz? Ja, mach weg. Donnerblitz, wie geil. Hat was, ne? Du hast dieser Aquana mit Level 8 getroffen und jetzt hat es Level 37. Du hast es gut trainiert und warst mit dem Herzen dabei. Noch einen EP-Teiler. Bekommen. Cool. Toll. So, die hatten so um die Zeug. Ich zeig dir nochmal. Oh, eine Aquana. Es hat dich ja wirklich sehr lieb. Da wäre ich ganz grün von Neid. Ja, ich habe es noch nie sterben lassen. Das hat eigentlich das Gute am Nuzlocke, ne? Wenn man sein Pokémon nie sterben lassen kann, weil es dann direkt nicht mehr im Team verwendbar ist, dann hat es ja immer eine große Zuneigung zu dir. Naja, aber wenn du es in die Box packst, geht es ja nicht wieder auf die Grundfreundschaft zurück? Nee, es wird gespeichert, oder? Es geht wieder auf die Grundfreundschaft. So, wollen wir mal auf Route 8 gehen? Gerne. Und danach gerne das... warte mal kurz. Keine falsche Scheu, Aufregung, Drama, Spannung, willkommen, willkommen, los, viel Glück. Erste Frage. Ich glaube, die spielen irgendwas, irgendein Spiel. Ich will aber nicht mitspielen. Hast du da einfach einen Para-Heiler bekommen? Wie sinnlos. Aha. Also hier ist auf jeden Fall noch die Arena und hier ist Drachenstiege. Also wir haben zwei Möglichkeiten, was zu fangen. Okay, wo wollen wir hin? Erstmal auf Route 8 und Route 8 am besten und da halt erstmal mit einem Dings-Schutz rein. Hydragil, was ist das denn? Okay, da ist Team irgendwie. Da ist eine Zylinderbrücke. Top-Genesung. Also ich glaube, da geht's ja mit der Story. Da geht's ja mit der Story weiter. Okay, der einzige, der hier im Weg steht, ist der komische Ranger. Der Ranger, richtig. Ich werde mal eben mit Restless reingehen und gucken, was er hat. Ein Pokémon, und zwar ein Toxiquark. Kampfgift oder sowas? Was soll er machen? Giftschock. Ja, das war nicht schlecht, aber ich habe einen Volltreffer gehabt. Welchen Level? Ah! Das ist Kacke. Oh, scheiße. Mann. Ich habe das vergessen. Ich habe den nach vorne gepackt, damit ich das höchste Level habe für meinen Superschutz und habe jetzt aber verplant, dass der jetzt sofort Level steigt, wenn er Kampf hat. Ach, Kacke. Lohnt es sich dann halt weiterzugehen? Okay, fuck. Hyperball. Und dann kommt man in irgendeine komische Höhle, ne? Nee, da kommt man in Moor von Nevajo. Also, es gibt hier echt ein paar Gegenden. Also, auf jeden Fall gibt's hier... Ah, doch. Man kann hier anscheinend noch... Ah, wenn man hier Stärke einsetzt, dann kann man noch nach links. Mann, ey. Dass es hier immer so viel zu tun gibt. Dann lass doch in Route 8 jetzt einfach da gleich dann noch ins Gras laufen. Also ins Wasser laufen. Ja, du hast recht. Und das war's. Also hier gibt's wirklich nichts weiter. Wirklich. So, mein Schutz wird nicht mehr? Wollen wir auf Route 8? Ja, dann... Nee, geh mal direkt auf die Dings. In den Wald. Also dann dieses komische... Ja. Genau. Und dann... Also ich surfe ein bisschen. Mal gucken, was da kommt. Ich würde ja auch gern surfen, aber naja. Ja, vielleicht, also vielleicht finde ich ja jetzt was ich... zum Surfen nutzen kann. So, geh mal rennen, ne? Ja, gerne. Los geht's. Aber ich muss echt zugeben, da lohnt es sich gar nicht. noch ein Baby, ey. Naja, aber Knuddelhof ist ja schon nicht schlecht, ne? Der ist ja auch ziemlich tanky. Vielseitig. Mann, wie ich immer
wie ich rausspringe immer. Ich glaube, hier will mir nichts begegnen. Ah, jetzt kommt was. Es kommt ein Seeperl. Hm. Auch geil, wir haben eine Drachenschuppe, glaube ich, gefunden irgendwo, ne? Aber es wird Drache Wasser. Ich glaube, ich... Das heißt, es kann zu Zebra King werden. Das ist ein richtig, richtig geiles Pokémon. Und Knuddeluff an sich ist auch nicht verkehrt. Ja. Ich muss dir nur die richtigen Sachen geben und so. Also ich finde auf jeden Fall... Das Team kann was werden. Persönlich, das kann was werden und ich glaube, es ist besser als Girafarig und... Ich glaube, ich mache Kaskade oder Aurora Strahl. Wobei, ich schicke Mountain. Der ist ja nur Wasser im Moment. Ne? Ja, ich schicke Mountain rein und mache Nachtnebel. Der wird ja wohl 33 KP haben. Ah, nicht effektiv, ja. Mittlerweile 34 KP. Ein Fluffeluff auf Level 30 wird ja wohl 34 KP haben. Ah, aber es ist normal, Nachtnebel macht keinen Sinn. Wie man so eine Sache macht, super. Ja. Ziemlich. Ich schmeiß einen Ball drauf, leg mich weiter. So, kacke. Ich schmeiß einen Ball drauf. Ist das witzig. Wie er Nachtnebel macht und voll drüber nachdenkt. Das ist geil. Ach, wie schön. Ja, gut. Woo! So viele Gedanken muss ich mir gar nicht machen. Frei. Das war ja. Das war zu easy. Vor allem, der heißt schon Drache, ne? Im Schatten von Korallen legt es sein Nest an. Bei Gefahr versprüht es Tinte und flieht. Ich nenne ihn Gefahr. Meinst du, es ist ein Ballon? Ich hab noch einen Ballon, cool. Es hat einen weichen, elastischen Körper. Hat es einmal angefangen zu hüpfen, ist es nicht zu stoppen. Unstoppable. Das klingt richtig heftig. Unstoppable. Klasse. Okay, na dann ab ins Wasser. Ich glaube, ich habe gar keinen Schaden genommen, oder? Er hat ja nur geschlafen und... Ja. Ja, das war's. So. Okay, gleich der erste Schritt und es kommt ein... Das geht leider nicht. Ich habe einen Sonnfell. Wieder Psycho. Und da, wieder Psyche und Gestein. Ha. Gut, also ich mache mich vom Acker und treffe auf mein nächstes Pokémon. Das da wäre... Einstein. Ah, nee, kannst du auch nicht, du hattest schon... Doch, der ist tot. Stimmt, er ist zwar tot, aber ich habe ihn schon gehabt. Okay, und das nächste ist ein... Was? Schale los. Also ich bin mit dem Pairing nicht so zufrieden. Wollen wir die trotzdem fangen, damit wir sie nicht mehr wiedersehen? Ja, außerdem ist es vielleicht ganz gut, weil es echt mal irgendwie... Außerdem weiß man nicht, was daraus wird. Ich weiß noch nicht, was das vom Typ ist übrigens. Das stimmt. Ich hab ein bisschen was Käfermäßiges. Sieht aus wie ein Baby-Lapras. Ich mach das gerade. Sturmsog, Spezialangriff schreibt. Oh. Aha. Jetzt wird's interessant, ja. Ich habe jetzt schon 5-mal Hypnose gemacht und es klappt nicht. Ich habe gleich keine Hypnosen mehr. Schlammbombe. Ah, jetzt habe ich Voltwechsel gemacht. Er ist tot. Ich habe mich verklickt. Tut mir leid. Shit. Ja, dann fliege ich, sobald ich aus dem Feuerwirbel raus bin. Du kriegst ihn eh nicht eingeschläfert, also. Ah, jetzt schläft er. So, ich habe Sonnfell gefangen. Benenn ihn, ich habe mich vertippt. Ich nenne Sonnfell Tippfehler. So, ich gehe schon mal weiter und gucke, was uns auf der Sonnenstiege auf der Drachenstiege erwartet. Ach stimmt, da können wir auch noch was fangen. Awesome. Ja. Und da ist der Professor Ash. Ich werde mal das Gespräch hier... Oh, alles klar. Aha. Hier muss man auf jeden Fall Surfer einsetzen. Okay. Also ich sag's mal so, hier oben ist noch doppelt hohes Gras und man kann nur mit Surfer da lang schwimmen und wahrscheinlich ist es dann wieder der Eingang in einen anderen Turm, wie wir es vorher gehört haben. Also... Wollen wir diese Gegend erstmal aufsparen, bis wir zum doppelten Gras kommen? Okay. Mhm. Okay. Dann lass uns doch auch für heute die Folge beenden. Jupp. Weil jetzt haben wir wieder 2 neue Sachen und können ein bisschen farmen. Mhm. Farmen. Und ich werde sogar Ernte tragen. Haha. Idiot. Na gut. Ja, war nicht sogar, ich weiß. Okay, nun denn. Ich speichere mein Spiel. Ah, Mann. Ich finde, die Quote ist nicht schlecht. Die Quote ist nicht schlecht. Ein verloren, 2 gewonnen. Dennoch, also Panzer Aeron war echt krass und ich hoffe, dass du demnächst mal wieder ein neues Stahl-Pokémon haben kannst. Oder eigentlich mal ein Wasser-Pokémon, womit du es auch. Ja, Wasser wäre viel geiler.
Wasser wäre so Hammer. Es gibt so viele Wasser-Pokémon. Ich krieg kein einziges. Das verstehe ich gar nicht. Ja, bei mir kam schon wieder eins und ich töte es aus Versehen. Das ist nicht normal. Okay, mein Lieber. Na denn, lassen wir es uns gut gehen. Genau. Und ihr euch auch hoffentlich. Und dann bis zum nächsten Woche. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann. Tschüssi.